Hi und herzlich willkommen zu meinem 4-Jahre-Special. Mein Kanal ist heute auf den Tag genau 4 Jahre alt geworden. Zur Feier des Tages meines Kanals habe ich mich in den letzten Wochen an einer ganz besonderen Challenge gewagt. Heute reisen wir zurück zu den Spielen, mit denen Pokémon und auch ich angefangen haben. Pokémon Rot, Blau und Grün. Ich werde versuchen, nur mit den Kanto-Startern die ersten Pokémon-Editionen durchzuspielen. Allerdings nicht mit allen drei in einer Edition, sondern mit jeweils einem in einer Edition. Die Challenge für die heutige Folge ist demnach nur mit Glumanda Pokémon Rot, mit Shigi Pokémon Blau und mit Bisasam Pokémon Grün durchzuspielen. Der Vollständigkeit halber müsste man noch Pokémon Gelb erwähnen, zu welchen ich aber bereits ein Video nur mit Pikachu gemacht habe. Um das Ganze etwas interessanter zu gestalten, spiele ich die drei Spiele in drei unterschiedlichen Sprachen durch. Außerdem versuche ich ab und an auf die nostalgische erste Generation zurückzublicken und auf ein bis zwei besondere Extras aufmerksam zu machen. Für die Leute unter uns, die etwas jünger sind. Die Regeln für dieses Video sind wie folgt. Ich darf nur den Kanto-Starter in den entsprechenden Editionen im Kampf verwenden. Für die VMs wird eine passende Ausnahme gemacht. Die Challenge gilt als bestanden, sobald ich den Champ der Region besiegt habe. Und erlaubt sind keine heilenden Items in Kämpfen. Okay, los geht's. Wir starten in unserem Zimmer und begeben uns ohne groß rumzualbern direkt nach unten zu unserer Mutter. Während sie mir in Pokémon Rot sagt, dass jeder Junge mal auf ein Abenteuer geht, begründete sie ihre Aussage in Pokémon Blau damit, dass sie das im Fernseher gesehen hat. Meine gesamte vaterlose Erziehung baut auf Fernsehsendungen auf. Was sagst du dazu, Mutter? Ja, ist es denn the possibility? In Pokémon Grün musste ich den Google-Übersetzer benutzen, um zu verstehen, was meine Mutter mir da erzählt. Ich hab's irgendwann aufgegeben und bin einfach gegangen. Dafür hat Professor Eich mich gefunden und mit in sein Labor genommen. Er erzählte sehr viel, wovon ich leider nicht so viel verstanden habe. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich lache, wenn die anderen lachen und interessiert gucke, springt vielleicht ein Pokémon für mich raus. Eine Strategie, die wunderbar funktioniert hat. Ich habe mich jeweils für ein Starter-Pokémon entschieden und sie nach Tick, Trick und Track benannt, wobei ich auch hier die Namen an die Sprache angepasst habe. Somit war Glumanda Tick, Shigi Dui und Bisasam Rui. Mit diesen ging es auch direkt in den ersten Kampf gegen meinen Rivalen. Ich habe ihnen ebenfalls drei unterschiedliche Spitznamen gegeben, die alle angelehnt sind an Filmrollen von Keanu Reeves. Während Glumanda direkt stark mit einem Volltreffer startet, bekam mein Shigi in Pokémon Blau ebenfalls einen Volltreffer ab. Alle drei Kämpfe konnte ich aber für mich entscheiden. Wobei es bei Bisasam echt gut lief und bei Glumanda noch sehr, sehr knapp wurde. Mit dem Sieg war das Schicksal besiegelt und der Junge mit den vielen Namen wurde auf Ewigkeiten mein Rivale. Die nächste Aufgabe war es, ein Paket in der nächsten Stadt abzuholen. Auf dem Weg dahin habe ich etwas trainiert und dann kurz beim alten Mann im Norden vorbeigeschaut. In Blau und Rot heißt es, dass der alte Mann noch nicht seinen Kaffee hatte und in Grün ist er betrunken. Mit dem Paket ging es dann wieder zurück zu Professor Eich und er übergab uns einen Pokédex. Damit kann unser Abenteuer losgehen. Der alte Mann im Norden von Vertania City war wieder auf seinen Beinen und wir konnten durch den Vertania Wald. Hier habe ich speziell Glumanda trainiert, da er in der nächsten Arena einen Typennachteil haben wird und diese mit Statuswerte wieder gut machen soll. Ich habe ihn bis auf Level 16 trainiert und musste dann ab diesem Zeitpunkt bei jedem der Kanto-Starter nach jedem Level-Up die Entwicklung unterdrücken, da der Ewigstein oder Items zum Tragen für die erste Generation noch Zukunftsmusik sind. Schauen wir gemeinsam rein, wie der erste Arena-Kampf gegen Rocco gelaufen ist. Während Shigi und Bisasam keine Probleme gegen den Gesteins-Arena-Leiter zeigten und innerhalb weniger Runden sowohl Kleinstein als auch Onix besiegten, hat es bei Glumanda etwas länger gedauert. Da er keine effektive Attacke hatte, hat er erstmal rumgeheult und den Angriff von Kleinstein gesenkt. Drei Heuler später hat Glumanda gesehen, dass seine Taktik aufging und fing an mit Glut zu attackieren. Es hat ordentlich viel Schaden gemacht und konnte die Attacken von Kleinstein wegstecken. Einige Runden später konnte er diesen besiegen und sogar ein Level aufsteigen. Nun stand er aber vor dem zweiten Problem. Onix. Ich hab's wieder mit Heuler und Gemütlichkeit probiert, während Onix mit Kreideschrei entgegenwirkte. Heuler sollte mir helfen, den Schaden von Onix zu minimieren, da ich keine heilenden Items verwenden darf und tatsächlich half mir die Steinschlange dabei. Mit Geduld lockte er sich in eine Attacke ein und ich konnte ohne Schaden zu bekommen Heuler einsetzen. Immer wenn er auf Geduld gegangen ist, bin ich auf Heuler gewechselt. Mit dieser mühsamen Strategie konnte ich einige Runden später das Onix besiegen. Damit haben wir Rocco in drei Spielen geschlagen und der Felsorden ist unser. Mit diesem ging es weiter im Osten, zum Mondberg. Doch bevor wir uns in diesen wagen, habe ich im Pokécenter davor den Deal meines Lebens gemacht. Hier bei diesem sehr seriös aussehenden Mann gibt es Carpador für schlappe 500 Pokédollar. Da konnte auch ich nicht nein sagen, egal auf welcher Sprache. Ich habe mir jeweils ein Carpador gekauft und sie nach meinen Mods benannt. Shiny Hunter, Lavern und Dömsi. Die Carpador sind aber vorerst auf die Box gelagert worden. Danach ging es durch den Mondberg nach Azuria City. Unabhängig vom Spiel, ganz egal welche Sprache, losgelöst von der Generation, bin ich auf das internationale Zeichen für auf die Nerven gehen gestoßen. Zubat. Und das Ganze nicht nur einmal. Wenn ich richtig gezählt habe, 42 Mal in den drei Editionen. Speziell in Pokémon Rot ist es besonders gerne aufgetaucht.
Neben den ganzen Zubats lief auch Team Rocket hier rum, um nach den Fossilien zu suchen. An die Fossilien sind sie aber nicht gekommen. Der Streber hat mir netterweise eins nach dem Kampf geschenkt. Anders als in Pokémon Gelb stehen danach nicht die wahren Stars von Team Rocket, Jesse und James, uns im Weg und wir konnten wieder frische Luft schnappen. Azuria City ist nur noch ein Mauzi-Sprung entfernt. Bevor ich aber die zweite Arenaleiterin Misty besuche, wollte ich im Norden der Stadt Bill besuchen. Genau hier wechseln wir aber auf die Perspektive von Pokémon Blau. Denn hier habe ich mich an dem Mew-Glitch probiert. Eins der vermutlich bekanntesten Glitches dieser Spiele, die ich damals als Kind und bis heute noch super cool finde. Zuerst müssen alle Trainer auf der Nuggetbrücke besiegt werden. Danach geht's nach rechts und dieser Wanderer muss noch herausgefordert und besiegt werden. Dann geht's wieder zurück in das Gras links von der Nuggetbrücke. Dabei muss man etwas aufpassen, um nicht in den Blick des Trainers zu kommen. Hier im Gras suchen wir Abra. Dieses muss gefangen werden, da es Teleport hat. Eine Viertelstunde später habe ich eins fangen können. Das Ziel ist es jetzt, in die Sichtweite vom Trainer im Gras zu kommen. Genau in dem Moment muss man ins Startmenü rein und sich mit Abra teleportieren. Jetzt geht es wieder zurück über die Nuggetbrücke zum Wanderer. An diesem vorbei muss man mit einem Feldabstand diesen Trainer herausfordern. Wichtig ist, dass man keinen Kampf zwischen der Teleportation und dem Weg zu diesem Trainer gehabt hat. Der Trainer hat ein Phlegmon, welches mein Shigi schnell besiegen konnte. Nach dem Kampf geht es nochmal zurück zu Azuria City und von dort aus wieder zur Nuggetbrücke, wo automatisch das Startmenü öffnet. Wenn man es schließt, taucht plötzlich ein wildes Pokémon auf. Und da ist es. Mew. Ich hatte Angst, es zu besiegen und habe direkt Pokébälle geworfen, was nicht so ganz geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein paar Bälle später habe ich mich dann entschieden, Tackle einzusetzen. Trotz 18 Level Unterschied überlebte er die Attacke und begann sich mit dem Pokéball anzufreunden. Ein paar Würfe später konnte ich es dann tatsächlich fangen. In der Zwischenzeit sind Glumanda und Bisasam bei Bill angekommen und halfen ihnen dabei, wieder ein Mensch zu werden. Dafür gab es ein Bootsticket für die MS Anne. Diese steht weit oben auf unserer Liste, doch zuvor mussten wir noch Misty, die Wasser-Arena-Leiterin, herausfordern. Auch hier hatte Bisasam einen Vorteil. Mit drei Pflanzenattacken zeigte er den Seestern den Weg zurück ins Meer. Shigi wurde in diesem Kampf zu einer Schnappschildkröte und biss sich durch den Kampf gegen seinesgleichen Typen, wo wir wieder bei den Feuer-Pokémon wären. Mit zwei Kratzer konnte ich Sterndu besiegen, während dieses nur eine Aquaknarre rausbekam. Starmie war schneller und konnte mit einer Aquaknarre wieder gefährlich viel Schaden machen. Im Gegenzug bekam es ein Kratzer ab, was allerdings deutlich weniger Schaden gemacht hat. Eine weitere Aquaknarre besiegte Glumanda. Der Kampf war verloren. Doch aufgeben ist keine Option. Ich habe die Feuerechse zwei Level höher trainiert und Schlitzer beigebracht. Damit kann Versuch 2 starten. Doch zuvor schauen wir kurz bei Bisasam und Shigi rein. In Pokémon Grün bin ich gerade auf dem Weg nach Orania City und Shigi prügelt sich gerade mit dem Team Rocket Rüpel um die TM Schaufler. Da Schlitzer eine Attacke mit erhöhter Volltrefferquote ist und in der ersten Generation die Wahrscheinlichkeit für einen Volltreffer noch von der Initiative des Pokémon abhängt, kann Glumanda seinen Schaden drastisch erhöhen. Starmie konnte eine Attacke standhalten und nochmal ordentlich Schaden machen mit Aquaknarre. Ein zweiter Schlitzer besiegte aber Starmie und damit auch Misty. Der Quellorden gehört nun uns. Währenddessen hat Shigi den Kampf gegen den Rüpel gewonnen und die TM-Schaufler erhalten. Diese Attacke habe ich nur Shigi beigebracht, weil sie mir hilfreich sein könnte in der nächsten Arena. Vorerst haben wir aber ein Date mit dem seekranken Captain der MS Anne. Nach einer Massage und einem ernst gemeinten Tipp, vielleicht den Job zu wechseln, wenn man den größten Teil der Zeit auf hoher See unterwegs ist, ging es ihm deutlich besser und wir haben Zerschneider erhalten. Der Busch neben der Arena vom dritten Arenaleiter war damit kein Problem mehr und die dritte Herausforderung steht vor uns. Mülleimer. Eigentlich eine einfache Angelegenheit. In zwei der Mülleimer ist ein Schalter versteckt. Findet man den ersten, muss man direkt den zweiten finden. Ansonsten werden die Schalter wieder zurückgesetzt und neu versteckt. In Pokémon Grün brauchte ich ein paar Minuten, aber ich konnte es ziemlich schnell schaffen. In Pokémon Rot bin ich wortwörtlich reingelaufen, habe den ersten Mülleimer angesprochen und tatsächlich den ersten Schalter gefunden und auch sofort den zweiten direkt danach. Damit habe ich aber auch mein ganzes Glück verbraucht, denn in Pokémon Blau lief es nicht ganz so gut. Ich durchwühlte etwas mehr als 11 Minuten diese Eimer und hätte in der Zwischenzeit genügend Pfandflaschen gesammelt, um ein Einfamilienhaus zu finanzieren. Doch am Ende haben es alle geschafft. Alle drei Starter-Pokémon standen vor Bobby, dem Elektro-Arena-Leiter. Passend zu den drei Startern hat er drei Pokémon, angefangen mit Voltoball. Dieser schaut in Pokémon Grün etwas grimmiger als in den anderen Spielen aus, aber mit zwei Bodyslams von Bisasam wurde er besiegt. Glumanda konnte den Ball mit einem Schlitzer besiegen und die Schnappschildkröte wurde zu einer griechischen Landschildkröte und one-shottete Voltoball mit einem Schaufler. Das gute alte Fat Pikachu besiegte er auf dem gleichen Wege. Eingraben, Attacke ausweichen und dann attackieren. Bisasam zeigte weiterhin vollen Körpereinsatz und erledigte mit einem Bodyslam Pikachu.
Glumanda hatte ebenfalls keine Schwierigkeiten mit der Elektromaus. Im Kampf gegen Bobs letztes Pokémon, Raichu, bekam er noch einen Donnerschock durch, aber Glumanda ließ sich nicht beirren und besiegte dieses. Bisasam hatte es etwas mieser, denn das Raichu zeigte ihm die Zunge und ärgerte ihn mit komischen Geräuschen. Mit Elektroattacken kam er aber nicht weit gegen das Pflanzen-Pokémon und musste sich geschlagen geben. Anders bei Shiggy, er bekam ordentlich Schaden durch den Donnerschock. Mit einem Schaufler konnte er aber den nächsten Donnerschock ausweichen und Raichu ein für alle Mal stoppen. Orden Nummer 3 gehört nun uns. Nach dem Arena-Kampf kam ich auf die Idee, eine alte Tradition fortzuführen. Ich habe Carpador mitgenommen und in allen drei Spielen in die Pension gepackt. Schauen wir, wer am Ende der Challenge die meisten Level aufgestiegen ist. Vorbei an der Pension und Azuria City ging es weiter im Osten zum Felstunnel. Neben einer Menge Zubats bin ich auch hier Kleinstein begegnet, der in Pokémon Grün so ausschaut, als würde er es ernst meinen mit der Muckibude und in Pokémon Blau mir sagen würde, dass ich mich hinten an der Schlange zur Toilette anstellen soll. Außerdem sah Pummeluff so aus, als würde es alle töten wollen, was mit ihrer Entwicklung nur noch schlimmer wurde. Aus dem Felstunnel raus bin ich durch Lavagna direkt nach Prismania City gelaufen und bin dorthin gegangen, wo jeder in Prismania City hin wollte. Die Spielhalle. Ich habe in jeder Edition Münzen gekauft und 10 Runden am einarmigen Banditen gespielt. In Pokémon Grün habe ich einmal 15 Münzen gewonnen, allerdings habe ich auch 15 Münzen am Ende des Tages verloren. In Pokémon Blau lief es etwas besser. Ich habe Pummeluff und später Dickter zusammenbekommen, bin aber am Ende des Tages mit 0 Münzen rausgegangen. Pokémon Rot zeigte sich da von der besten Seite. Dank dieses Gewinns hatte ich ein Plus von 75 Münzen. Beweis genug, dass Pokémon Rot die beste Edition von den dreien ist. Nach dem Glücksspiel habe ich noch das Evoli abgeholt und angelehnt an mein Evoli aus einer anderen Challenge, Banause genannt. Ab diesem Zeitpunkt habe ich in Pokémon Blau eine etwas andere Reihenfolge gewählt. Ich bin ins Einkaufszentrum gelaufen und habe mir 2 Tafelwasser gekauft. Ein Wasser für das kleine Mädchen, welches mir dafür Eisstrahl schenkt und das zweite für die durstigen Polizisten zwischen den Städten. Danach habe ich mich Team Rocket im Untergrund der Spielhalle gestellt und während Shiggy sich wieder mit Team Rocket Rüpel prügelt, versuchen sich Glumanda und Bisasam in der Arena. Diese Arena wird von Erika, der Pflanzen-Arena-Leiterin, geleitet. Bisasam zeigte wieder vollsten Körpereinsatz und konnte das erste Pokémon ohne Schaden zu bekommen besiegen. Das Spaghetti-Monster mit den roten Nike-Schuhen hat den Kampf mit Hilfe von Wickel langgezogen, musste aber auch einige Runden später ins Gras beißen. Erikas letztes Pokémon wurde von Glumanda wie die beiden davor verbrannt und besiegt. Bisasam hingegen hat es etwas kontaktfreudiger gemacht und seinen ganzen Körper draufgeworfen. Das Resultat war eine Menge Schaden und eine Paralyse. Eine zweite Attacke besiegte dann Giflor. Erika ist damit besiegt und der Farborden ist in 2 Spielen unser. In der Zwischenzeit ist Shiggy bei Giovanni angekommen. Und wie es sich so in Pokémon gehört, forderte auch er mich zu einem Kampf heraus. 2 Aquaknarren setzten das Ende für Onix und das darauf folgende Rihorn. Sein Kangama konnte eine Aquaknarre standhalten und im Gegensatz nochmal ordentlich Schaden austeilen. Der gute Dewey konnte aber eine weitere Wasserattacke durchbekommen und damit Giovanni besiegen. Mit dem Sieg verließ Giovanni das Versteck und hinterließ uns das Item Silphscope. Doch bevor es da für Shiggy hingeht, muss er sich noch gegen Erika schlagen. Dank des Eisstrahls konnte er ordentlich Schaden austeilen. Den Schlafpuder in der gleichen Runde konnte er ausweichen. Ein weiterer Eisstrahl erledigte dann Darzenia. Tangela widerfuhr das gleiche Schicksal. Die gigantische Blume hielt dafür eine Eisattacke stand und wollte mit Hilfe von Megasauger die verlorenen KP zurückholen. Das sackt zwar, aber ein letzter Eisstrahl von Shiggy beendete auch diesen Kampf. Damit hat auch Shiggy den Farborden in der Tasche. In der Zwischenzeit haben Glumanda und Bisasam den Lavagna-Turm erkundigt. Der Ort, der die Heimstätte von Nebulak ist. Ihr wisst schon, das Pokémon, welches so ausschaut, als wäre jemand in Paint auf der Spraydose ausgerutscht und daraufhin ein Gesicht draufgemalt hat. Oben im Turm erwartete uns auch schon der Geist. Nachdem wir diesen besiegt haben, haben wir von Mr. Fuji die Pokéflöte erhalten. Ein wichtiges Tool, das Relaxo aufweckt und uns nach Fuxania City bringen soll. In Fuxania City angekommen, fordern wir als erstes den Ninja-Meister und Gift-Arena-Leiter Koga heraus. Er startet mit Smogon und zeigte auch direkt, aus welchen Gasen er besteht. Keiner der Starter-Pokémon konnte ihn one-shotten und alle mussten eine Attacke wegstecken, ehe sie dann das Smogon besiegen konnten. Nummer 2 war Slymog. Dieses war ebenfalls keine leichte Aufgabe. Ein Flammenwurf machte etwas weniger als 50% Schaden und die Vergiftung von Slymog machte die Situation nicht besser. Der Schlitzer daraufhin reichte ebenfalls noch nicht aus, aber Koga entschied sich, seine Runde mit einem X-Angriff zu nutzen. Eine weitere Attacke von Glumanda beendete das schleimige Monster. Shiggy hat mit Schaufler eine sehr effektive Attacke, musste aber viel mehr mit der minimierten Version von Slymog spielen. Ich habe nach links und rechts geschaut, ob nicht jemand gerade einen Gürtel trägt und auf die Idee kommt, Wambo zu erfinden und habe es dann besiegt. Bisasam hat es sich gemütlich gemacht. Als Gift-Pokémon konnte es nicht vergiftet werden und genau deshalb hat es Slymog erstmal eingeschläfert und dann ganz gemütlich die KP mit Megasauger zurückgeholt. Einige Runden später hat es Slymog besiegen können und war noch bei gesunden 97 KP. Mit denen musste er gegen das zweite Smogon ran. Dieses war etwas defensiver, aber auch kein Problem für die Starter-Pokémon, außer für Shiggy. Hier überlebte Smogon mit
einem KP und der Horror begann. Smogon ging auf Rauchwolke, wodurch die Genauigkeit von Shiggy sinkt. Und natürlich geht der Surfer in der nächsten Runde daneben. Koga alberte rum und gibt Smogon einen X-Angriff, doch mein Surfer ging wieder daneben. Surfer geht ein drittes Mal daneben und Smogon bekommt ein zweites X-Angriff. Während das Gift und Smogon mir Schaden gemacht haben, habe ich geguckt, ob ich überhaupt noch Internet habe. Der mittlerweile fünfte Surfer kommt von Shiggy und auch dieser geht daneben. Smogon brachte Shiggy auf 38 KP runter. Ab diesem Zeitpunkt war Shiggy zu viel und ein Surfer hat tatsächlich getroffen. Damit hatte Koga nur noch ein letztes Pokémon, Smogmog. Nebenbei hat der Pflanzenstarter volle KP dank des Megasaugers und konnte das Smogmog besiegen. Gleiches gilt für den Feuerstarter. Überraschenderweise traf Shiggy einen Surfer und machte damit ziemlich guten Schaden. Das gleiche hat sich auch Smogmog gedacht und sich selbst in die Luft gejagt. Nun liegt es an Shiggy, Koga zu besiegen, während die anderen beiden in der Safari-Zone auf Itemjagd gehen. Der zweite Anlauf lief ziemlich gut. Shiggy besiegte Smogon, Slimog und Smogon ohne viel KP zu verlieren. Dieses Mal wollte ich es schlauer machen und bin auf Schaufler gegangen. Nur leider ging Smogmog nicht auf Finale. Auch mit dem zweiten Schaufler ließ Smogmog sich nicht beirren. Der Schaufler kam durch und kurz vor der Ziellinie passierte es wieder. Wie schlagen sich die anderen beiden eigentlich in der Safari-Zone? Neben doppelköpfigen Vögeln, dicken Eiern und unglaubliches Glück habe ich die Goldzähne aufgesammelt und die VM-Surfer abgeholt. Die Goldzähne habe ich dem Mann abgegeben, um zu verstehen, was er zu sagen hat. Mit dem Gebiss sprach er plötzlich kein Japanisch mehr, sondern Deutsch. Als Dankeschön haben wir VM-Stärke bekommen. Und wie meine Mutter schon immer sagte, alle guten Dinge sind drei. Shiggy und Smogmog standen sich wieder gegenüber. Ein Schaufler gegen Smogmog machte sehr effektiven Schaden. Nach der Bodenattacke ging Smogmog auf Toxin, die von der Animation sehr ähnlich aussah wie mein Surfer. Der Surfer spülte alle Sorgen von Shiggy weg und auch er hat Koga besiegt. Damit ist der Seelenorden nun unser. Mit diesen geht es für Bisasam und Glumanda nach Safronia City und Shiggy surft zur Zinnoberinsel. Der Pflanzen- und der Feuerstarter übernehmen nun den Job, den Shiggy bisher machen musste. Sie stellen sich Team Rocket und versuchen Giovannis Machenschaften ein für alle Mal zu stoppen. Der Weg dahin ist simpel. Rauf in den fünften Stock, vorbei an den Wissenschaftler und weiter nach unten. Kurz den Rüpel besiegen, den Teleporter nutzen und wieder zurück und dann nach rechts laufen. Den Schlüssel aufsammeln und runter zum zweiten Stockwerk. Hier nach links laufen und auch den Rüpel besiegen, die Tür öffnen und wir sind kurz vor Giovanni. Es stehen nur noch unser Rivale und ein zweiter Rocket-Rüpel zwischen uns. Kai bzw. Neo hat ordentlich trainiert, seitdem wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Dieser startete mit einem Tauboss. Tauboss lieferte sich ein starkes Duell gegen den Pflanzenstarter, musste sich aber gegen Bisasam und auch Glumanda geschlagen geben. Als nächstes holte mein Rivale ein Pokémon mit dem gleichen Typen wie Glumanda bzw. Bisasam raus. Pukano wurde von einem Schlitzer besiegt. Da Owei nichts gegen Bisasam machen konnte, habe ich wieder die Gelegenheit genutzt, um mit Megasauger mich hochzuheilen. 5 Megasauger und aus den Eiern wurde Rührei. Glumanda machte sich ebenfalls eine Portion Rührei. Als nächstes kam Garados und damit auch seine Drachenwut. Eine ziemlich interessante Attacke, da sie immer 40 KP Schaden macht, wenn sie trifft. Ich konnte mich aber wieder gut hochheilen und das Garados mit Megasauger besiegen. Das vorletzte Pokémon war der Löffelmeister Simsala, der vermutlich noch die Überreste von Owei ist und nicht ganz dabei war. Beide konnten ihn ohne große Probleme besiegen. Zu guter Letzt kam Neos bzw. Kais Starter-Pokémon. Ein Schlitzer machte etwas weniger als 50% Schaden, während die Aquaknarre sehr effektiven Schaden drückte. Ein zweiter Schlitzer reichte trotz Volltreffer nicht aus, aber die bewaffnete Schildkröte sah sich defensiv und setzte Panzerschutz ein. Der dritte besiegte dann endlich das Turtok. Bei Bisasam lief es ähnlich. Anstelle von Schlitzer setzte er Bodyslam ein und Glurak konterte mit Flammenwurf. Am Ende überlebte Bisasam mit 10 KP und konnte das Glurak besiegen. Damit ist Neo und auch Kai besiegt. Und während die beiden noch den letzten Rüpel besiegen, um zu Giovanni zu kommen, sucht Shiggy im verlassenen Haus den Schlüssel für die Arena von Pyro, dem Feuer-Arena-Leiter. Lassen wir ihn noch etwas suchen und schauen wir in den Kampf gegen Giovanni vorbei. Er startete mit einem Nidorino. Beide konnten dieses mit ihren Attacken besiegen, ohne viel Schaden zu bekommen. Sein Kangama war bei der letzten Begegnung deutlich stärker. Gegen Bisasam konnte es nicht viel Schaden austeilen und Glumanda schickte es mit einer Attacke zurück in den Pokéball. Das gleiche Kunststück führte er auch mit Rihorn vor. Wodurch wir auch beim letzten Pokémon von Giovanni sind, Nidoqueen. Der Flammenwurf halbierte die KP der Königin. Der Bodyslam im Gegenzug war aber nichts im Gegensatz zu dem, was Bisasam mit einem Bodyslam anstellen kann. Allerdings konnten sowohl Bisasam als auch Glumanda mit etwas Gegenwehr das Nidoqueen besiegen. Das ist aber nicht das letzte Mal, dass wir von Giovanni hören werden. Dazu später mehr, denn Shiggy hat den Schlüssel zu der Arena gefunden. Somit können nun alle sich in die nächste Arena wagen. Shiggy muss auf dem Weg zum Arenaleiter ein paar Fragen beantworten, während die anderen beiden sich zur Arenaleiterin teleportieren müssen.
müssen. Wenige Minuten später standen dann alle vor dem nächsten Arena-Kampf. Der Mann in der Arena der Zinnoberinsel sah zum Verwechseln ähnlich aus wie der, der mir das Capodor verkauft hat. Arena-Leiter zu sein scheint wohl doch nicht so viel Geld zu geben, wie gedacht. Shigi surfte Pyro davon. Vulcano gab sich schnell geschlagen und das Pony folgte eine Runde später. Galoppa wurde tatsächlich nicht von einem Surfer besiegt und konnte etwas Schaden austeilen und ein Heul einsetzen, ehe es dann besiegt wurde. Pyro war runter auf sein letztes Pokémon. Who's that Pokémon? Dies und vieles mehr nach den Kämpfen von Bisasam und Glumanda. Kadabra machte hier den Anfang. Gegen Glumanda setzte er einen Aussetzer ein und blockierte damit Geowurf. Nächste Runde wurde er dann besiegt. Bisasam machte es da etwas unkomplizierter. Gegen Pantimos reichte leider nicht ein Bodyslam, aber Pantimos kam nicht aus seiner Box raus und der zweite Bodyslam erledigte Mr. Mime. Gegen Glumanda war er etwas offensiver und setzte eine Konfusion ein. Die Feuerechse konnte diesen aber gut wegstecken. Als nächstes kam Omot, ein Pokémon, das eigentlich zu Koga gehört, genau wie der Orden dieser Arena. Glumanda und Bisasam zeigten dem Falter mit einem Flammenwurf und einem Bodyslam schnell den Weg zum Pokécenter. Sabrina war runter auf ihr letztes Pokémon, Simsala. Während das Pflanze-Gift-Pokémon es mit Bodyslam paralysieren konnte, war Simsala alles andere als glücklich darüber und attackierte mit einer seiner Psycho-Attacken. Bisasam wurde davon hart getroffen und durfte nicht nochmal davon getroffen werden. Da Simsala durch die Paralyse langsamer war, war Bisasam auf der sicheren Seite und beendete den noch ziemlich knapp gewordenen Kampf. Wie wir alle aus Schere, Stein, Papier, Exe, Spock wissen, schlägt Exe Spock. Ein Glück hat er nur Löffel bei sich und keine Scheren. Ansonsten hätte die Schere die Exe geköpft. Hier nochmal die Übersicht für alle, die sich nicht über die Spielregeln im Klaren waren. Damit gehört der Sumpforden uns und die entscheidende Frage kann geklärt werden. Es ist Arcani. Oder es war Arcani. Dank des Surfers gehört der Vulkanorden nun uns. Für Tick und Track geht es nun ebenfalls zur Zinnoberinsel. Und mit Shigi will ich noch einen weiteren Glitch zeigen, bevor es nach Saffronia City geht. Dafür müssen wir zurück zu dem alten Mann in Vertania City. Dieser muss uns einmal das Tutorial dazu geben, wie man ein Pokémon fängt. Danach geht es wieder zurück auf die Insel. Hier surfen wir am Strand der Insel von unten nach oben, bis das nächste Pokémon erscheint. Mit etwas Glück ist es dann Missing No, der für die meisten vermutlich in dieser Form bekannt ist. Man kann es bekämpfen und auch fangen, aber damit sollte man vorsichtig umgehen, denn er, sie oder es kann das ganze Spiel zerstören und Fehler verursachen. Flüchten ist hier die beste Alternative. Troy wäre stolz auf mich. Außerdem vermehrfacht er das Item an der sechsten Stelle, in meinem Fall Sonderbonbons. Ein Trick, den jeder damals angewendet hat. Es ist simpel, effektiv und einfach genial. Glumanda und Bisasam sind mittlerweile auch angekommen und auf der Suche nach dem Schlüssel, während Shigi nun in Saffronia City Team Rocket bekämpft. Mit dem Schlüssel im Beutel konnte ich auch in Pokémon Grün und Rot die nächste Arena herausfordern. Selbstverständlich war auch hier das Quiz. Im Deutschen war das Ganze schnell gelöst, aber im Japanischen war das Ganze eine Sache für sich. Ihr müsst dazu wissen, dass ich Pokémon Grün als erstes durchgespielt habe von den dreien und mehrere Tage dazwischen liegen. Es war mehr oder weniger ein Rätselraten. Allerdings konnte ich ein Muster feststellen, denn immer wenn im japanischen Spieltext eine Zahl zu sehen war, war die Antwort auf die Frage nein. Damit konnte ich immer in 3 von 6 Kämpfen umgehen. Bei dem Rest war es dann eine 50-50 Chance. Ich nehme den Telefonjoker. Derweil schlägt sich Shigi gegen Giovanni und macht das Ganze echt gut. Glumanda fühlt sich im Kampf gegen die Feuer-Pokémon wie zu Hause. Vulcano sowie Ponita als auch Galoppa wurden mit einem Schlitzer besiegt. Arcani steckte einen Schlitzer weg und hatte vermutlich noch Albträume vom Shigi, weswegen er versucht hat, diesen mit Brüller zu verjagen. Glumanda ließ sich aber den Sieg nicht nehmen und beendete den Kampf gegen Arcani. Kommen wir nun zum Pflanzen-Pokémon. Ein Bodyslam gegen Vulcano reichte hier nicht aus, aber anstatt anzugreifen, fließte nur der Text mit einigen japanischen Zeichen, die ich leider nicht ganz verstanden habe. Es wirkte so, als gehorchte Vulcano Pyro nicht. Es kam zu keinem Angriff und Bisasam konnte es erledigen. Ponita konnte ähnlich wie ihr Vorgänger eine Attacke standhalten, wurde aber paralysiert und konnte damit nicht attackieren. Eine zweite Attacke besiegte das Pony. Daraufhin folgte die Weiterentwicklung. Hier wollte ich auf Nummer sicher gehen und bin auf Schlafpuder gegangen. Das Pferd war am Schlafen und Bisasam konnte es attackieren. 2 Runden später war auch dieses besiegt. Fehlt nur noch Arcani. Auch hier half mir der Schlaf dabei, dieses Stück für Stück zu besiegen. Damals war es so, dass das Aufwachen eine ganze Runde gekostet hat und man nicht in der gleichen Runde angreifen durfte. Der 7. Orden ist unser. Kann das Shigi auch von sich behaupten? Schauen wir gemeinsam rein. Den Start macht bekanntlich Kadabra, der auf magische Art und Weise die Stärke von Shigi überlebte. Dafür halte er sich in der nächsten Runde hoch, aber auch das brachte ihm nichts. Pantimos konnte die Stärke etwas besser wegstecken und eine Barriere rausholen. Deshalb bin ich in der 2. Runde auf Surfer gegangen und habe es so besiegen können. Nachdem es 2-mal von Schaufler getroffen wurde, flatterte das Oma zurück zu Koga. Sabrinas letztes Pokémon machte es nochmal sehr schwer. Simsala war schneller als die Schildkröte und griff mit einer Psi-Welle an. Shigi war auf 35 KP runter und konnte nicht genügend Schaden machen. Die 2. Psycho-Attacke von Simsala kam, doch mein Shigi überlebte mit 15 KP. Die Stärke boxte das Psycho-Pokémon ebenfalls in den roten KP-Bereich. Es sah alles verloren aus ohne einen Trank.
Das gleiche dachte sich auch Sabrina und gab ihren Simsala erstmal einen erfrischenden Hypertrank. Gut gedacht, aber nicht die Rechnung mit Shiggy gemacht. Die Stärke machte dieses Mal ordentlich viel Schaden. In der alles entscheidenden Runde wich er dann noch die Attacke von Simsala aus und besiegte das Simsala. Mit 15 KP ist Shiggy der Sieger und damit auch der Träger des Sumpfordens. Eine allerletzte Arena steht nun zwischen den 8 Orden und mein Starter-Pokémon. Und die Arena befindet sich in Vertania City, vor dieser Stufe hier, wo jeder mindestens einmal aus Versehen runtergesprungen ist. Der Arenaleiter befand sich bisher außerhalb seiner Arena, wobei wir ihn alle schon häufiger gesehen haben. Er fokussiert sich zum größten Teil auf Boden-Pokémon und startet mit Rihorn. Dieses konnte mit 2 Stampfern etwas Schaden an Glumanda machen, bevor Glumanda es dann mit Geowurf besiegen konnte. Die anderen beiden Starter-Pokémon überzeugten mit ihrem Typen und schickten das Rihorn in die Karpaten. Das Maulwurfstrio wurde vor dem Starter-Trio besiegt. Jeder konnte es one-shotten. Als nächstes kam Nidoqueen. Shiggy spielte seinen Typenvorteil hervorragend aus und besiegte auch dieses. Gegen die männliche Version reichte ebenfalls eine Wasserattacke aus. Allerdings war Nidoking schneller und konnte noch mit einem Giftstachel etwas Schaden machen und Shiggy vergiften. Bisasam und Glumanda haben sich da etwas schwerer getan und brauchten mehrere Attacken, um Nidoqueen als auch Nidoking zu besiegen. Bisasam schaffte es aber ohne viel KP zu verlieren und Glumanda profitierte von Giovannis Einsatz von Mega Block. Das letzte Pokémon des Leiters der Arena und der Verbrecherorganisation ist Rizeros. Gegen Glumanda zeigte es sich mutig und ging auf die K.O.-Attacke Geofissur. Diese ging aber daneben. Die Feuerechse konterte mit einem Geowurf. Eine Runde später versuchte das Nashorn es wieder mit einer K.O.-Attacke. Diese ging daneben und Glumanda konnte es besiegen. Shiggy und Bisasam folgten kurz danach mit dem Sieg gegen Rizeros und damit auch gegen Giovanni. Alle 8 Kanto-Orden gehören nun uns. Mit diesen sind wir nun bereit, den letzten großen Schritt zu wagen. Die Hochzeit, Pokéliga. Entschuldigung. Die Siegestraße ist gefüllt mit Stärkerätsel, starke Trainer, Brathähnchen und ein paar wilde Pokémon. Alle 3 Starter konnten den Weg aus der Höhle rausfinden und mussten nur noch durch das Labyrinth von Statuen. Ich frag mich, was die Entwickler sich hier gedacht haben. Okay, der Spieler steht vor der letzten großen Prüfung im Spiel. Schmeißen wir noch ein paar Statuen dahin. Da mussten wohl noch Gelder ausgegeben werden, damit das Kanton nicht die Gelder gekürzt bekommt. Bevor ich die Pokéliga betreten habe, habe ich alle 3 nochmal gut trainiert und Top-Genesungen gekauft, um meine Starter-Pokémon nach den Kämpfen hochzuheilen. Ich habe sie zwar auch in Pokémon Grün gekauft, aber ich wollte versuchen, sie nicht zu benutzen. Außerdem habe ich noch 2 Elixiere dabei, da speziell Bisasam sehr wenige AP hat. Okay, los geht's gegen Lorelei und ihre Eiswasser-Pokémon. Sie startete mit Yugong. Glumanda attackierte es mit einem Schlitzer und als Antwort ging Yugong erstmal eine Runde schlafen. Okay. Dadurch konnte Glumanda ihn 2 Runden später besiegen. Bei der Schildkröte heulte er für eine Runde, musste sich aber dann auch geschlagen geben. Gegen Bisasam bekam er einen Eisstrahl durch. Ein Teil der verlorenen KP konnte ich aber dann zurückholen mit einem Megasauger. Als nächstes holte sie Austos raus. Auch dieser bekam einen Eisstrahl durch, ehe er dann von Megasauger besiegt wurde. Gegen Glumanda dachte sich Austos, dass er sich den Schnapper nicht nehmen lässt. Die Überreste wurden dann von Shiggy weggespült. Pokémon Nummer 3 ist Lamus. Auch dieses ging auf Heuler gegen Shiggy, weshalb ich auf spezielle Attacken wie Surfer gewechselt bin. Einige mühsame Runden mit Heuler später konnte ich Lamus besiegen. Gegen Bisasam wusste er nicht genau, was er tun soll, weshalb der Solarstrahl dem Ganzen ganz schnell ein Ende gesetzt hat. Glumanda bekam 2 Schlitzer durch und erledigte ebenfalls Lamus. Bei der Drag Queen Rosanna fehlte noch der letzte Touch, um wirklich heiß zu sein. Der Flammenwurf half da ganz gut aus. Der Surfer war ebenfalls eine effektive Lösung, um das halbe Kilo Schminke loszuwerden. Der Bodyslam alleine reichte aber nicht ganz aus. Der zweite konnte dann Rosanna besiegen. Damit ist Lorelei runter auf ihr letztes Pokémon, Lapras. Gegen Lapras bin ich sicherheitshalber auf Schlafpuder gegangen und habe es dann mit Solarstrahl attackiert. Ein Solarstrahl reichte hier aus. Bei Glumanda war es etwas schwieriger, denn Lapras bekam eine Hydropumpe durch. Er überlebte mit 19 KP und konnte dann mit einem Schlitzer den Kampf beenden. Nur Shiggy wurde wieder gemobbt und verwirrt und kurze Zeit später durch den Bodyslam paralysiert. Er ließ sich davon aber nicht täuschen und griff langsam aber sicher mit Surfer Lapras an und konnte auch diesen Kampf sicher für sich entscheiden. Damit haben alle 3 Lorelei geschlagen. Ich habe Shiggy sowie Glumanda eine Top-Genesung gegeben und mich dem nächsten Top-4-Mitglied gestellt. Bruno. Gegen Onyx hatten Shiggy als auch Bisasam ein einfaches Spiel. Eine Attacke reichte hier aus. Glumanda bekam ein paar Steine ins Gesicht geworfen, konnte aber die Steinschlange besiegen. Gegen das Duo Nocturne und Kikli waren alle bestens vorbereitet. Alle konnten es mit jeweils einer Step-Attacke besiegen, wobei der Strahl von Solarstrahl und der Gesichtsausdruck von Kikli sehr interessant dabei aussahen. Brunos vorletztes Pokémon war sein zweites Onyx. Hier konnte sich Bisasam wieder hochheilen für den Kampf gegen Machomai. Shiggy machte währenddessen ein paar Schwimmübungen mit der Schlange und Glumanda mühte sich wieder etwas ab gegen das Gesteins-Pokémon.
Pokémon. Dafür konnte er den vierarmigen Banditen mit einem Flammenwurf wegfegen. Shiggy hingegen musste die geballte Kraft von Überwurf spüren, was ordentlich viel Schaden war. Einen zweiten Überwurf hielt er aber stand und der Rückstoßschaden der Attacke besiegte Machomai. Bisasam und Machomai verstanden sich anscheinend sehr gut und nutzten beide ihre erste Runde, um ihre Attacke aufzuladen. Der Solarstrahl war aber zu stark und besiegte das Kampf-Pokémon. Damit hätten wir Bruno geschlagen. Nach einer Top-Genesung für Glumanda und Shiggy sowie einem Elixier für Bisasam ging es weiter gegen Agathe, die Geist-Gift-Trainerin. Sie startete mit Gengar und ich mit meinem Shiggy. Oder auch nicht. Shiggy war unter der Erde und Gengar wurde direkt in der zweiten Runde ausgewechselt, zu Golbat. Damit counterte sie erstaunlicherweise den Schaufler von Shiggy. Noch nie habe ich mich so gedemütigt gefühlt von einem NPC, der ein Pokémon mit diesem Gesicht draußen hatte. Golbat überlebte mit einem KP, konnte aber keinen Schaden machen und eine Stärke knockte ihn aus. Das Gengar kam wieder raus und griff mit einem Nachtnebel an. Eine interessante Attacke, die ähnlich wie Geowurf exakt so viel Schaden wie das Level des Anwenders macht. Und anders als in allen anderen Generationen, trifft die Kampfattacke auch Geist-Pokémon. Damit wäre das Gengar in Pokémon Rot besiegt. Das trollige Golbat konnte einen Konfusstrahl durchbekommen und Glumanda tatsächlich verwirren. Aber kurze Zeit später wurde auch dieses besiegt. Währenddessen hat sich Shiggy wieder vergraben und Agathe wechselte wieder auf Gengar aus. Dieses Mal aber zu Alpollo, der die volle Kraft der Schaufler spürte und besiegt wurde. Aber wie geht es bei Bisasam voran? Das Pflanzen-Pokémon konnte das Gengar einschläfern und mit Solarstrahl attackieren. Doch Agathe ließ sich davon nicht unterkriegen und wechselte auch hier das schlafende Gengar zu Golbat aus. Die Fledermaus flog nach 2 Bodyslams zurück in den Pokéball. Das Gengar kam wieder zum Vorschein und spürte einen weiteren Solarstrahl, bevor es dann wieder schlafend zurückgeschickt wurde zu Alpollo. Mit etwas Geduld und der starken Pflanzenattacke konnte ich auch dieses besiegen. Das Gengar aus der ersten Runde zeigte sich wieder, musste aber schnell wieder weichen, da es dieses Mal besiegt wurde. Arbok, der eine Matschbombe durchbekam, wurde mit 2 Bodyslams besiegt. Gegen Glumanda musste es ebenfalls nach einem Flammenwurf weichen, ähnlich wie das Alpollo eine Runde zuvor. Shiggy kämpfte noch etwas gegen das Gengar, allerdings blieb es dieses Mal drinne und die Bodenattacke schaufelte das Grab für das Geist-Pokémon. Die darauffolgende Schlange folgte kurzerhand. Alle 3 Starter-Pokémon haben nach den ganzen Auswechslungen Agathes letztes Pokémon vor sich. Gengar. Gegen Glumanda lieferte sich Gengar ein sehr knappes Match. Das Geist-Pokémon ging auf Nachtnebel und machte damit 60 KP Schaden, während Geowurf 83 KP Schaden gemacht hat. Ein weiterer Nachtnebel hätte gegen Glumanda gereicht. Es war jedoch schneller und besiegte das Gengar. In der Zwischenzeit saugte Bisasam an Gengar. Schauen wir gleich rein, wie das Ganze ausgeht. Shiggy bekam ähnlich wie Glumanda den Nachtnebel zu spüren und war auf 2 KP runter. Er versteckte sich im Boden und konnte dann in der nächsten Runde mit einem Schaufler den Spuk beenden. Ähnlich wie Bisasam. Agathe und ihr Gengar sind geschlagen. Das war bisher der aufregendste Kampf im Spiel. Glumanda und Shiggy bekamen eine Top-Genesung und dann hieß es rein in den Kampf gegen Siegfried, der Drachenflugtrainer. Er startete mit Garados. Dieses konnte Bisasam einschläfern und daraufhin mit Bodyslam attackieren. 3 Runden später bekam er einen Trank und das Ganze begann von erneut. Also schauen wir kurz bei den anderen vorbei. Bei Shiggy habe ich es mit einem Eisstrahl probiert, bekam aber dafür die volle Ladung Drachenwut ab. Die darauffolgende Stärke mochte Garados etwas mehr und setzte nur einen Silberblick ein. Die zweite Stärke knockte es dann aus. Genau wie der Bodyslam einige Runden später bei Bisasam. Glumanda machte es nochmal eine Stufe schlauer. Er ging auf Feuerwirbel und machte damit jede Runde Schaden, während Garados nicht attackieren konnte. 4 Runden später reichte dann ein Schlitzer aus, um das Garados zu besiegen. Es folgten 2 Dragonier, die von Glumanda mit jeweils einem Schlitzer besiegt wurden. Bei Shiggy war es der sehr effektive Eisstrahl und Bisasam brauchte etwas länger. Mit vollstem Körpereinsatz konnte er aber auch diese besiegen. Siegfried rief Aerodactyl rein. Dieser war deutlich schneller und hatte einiges an Schaden an Bord. Mit 2 Megasaugern konnte ich trotz Verwirrung des Superschalls dieses besiegen und ordentlich KP zurückgenerieren. Den Urzeitvogel katapultierten Shiggy, als auch Glumanda kurze Zeit später, zurück in seine Zeit. Somit war Siegfried runter auf sein letztes Pokémon. Dragoran. Shiggy konnte hier punkten und mit einem Eisstrahl sehr effektiven Schaden machen und das Dragoran besiegen. Glumanda brauchte 2 Runden, während der Drache seine Barriere auspackte, konnte es aber auch besiegen. Bei Bisasam war es eine Sache für sich. Er lieferte sich einen sehr komischen Kampf. Aufgrund des Spielcodes setzte Dragoran seine Psycho-Attacke ein, da das Spiel denkt, dass Psycho effektiv ist gegen das Pflanze-Gift-Pokémon. Dass es sich dabei um keine offensive Attacke handelt, war dem Spiel egal. Somit konnte das Dragoran mir keinen Schaden machen, da auch die AP unendlich hoch waren auf der gegnerischen Seite. Doch wo das Spiel versagt, hilft Wurver nach. Wow. Den Spruch sollte ich mir aufschreiben. Erinnert ihr euch noch an die Aussage vor der Pokéliga, dass Bisasam nicht die meisten AP hat? Ja, da wären wir. Ich habe das Dragoran mit Verzweifler attackieren müssen, da ich keine Items zum Kämpfen verwenden durfte. Fairerweise muss man aber sagen, dass ich genügend AP am Anfang hatte. Nur wurde das Dragoran komplett hochgeheilt.
Sehr, sehr viele verzweifelte Runden später hat es aber auch Bisasam geschafft, Dragoran mit Verzweifler zu besiegen. Damit haben wir die Top 4 geschlagen. Jetzt fehlt nur noch der Champ. Für den Champ schauen wir uns alle Kämpfe im Einzelnen an. Angefangen mit Shiggy. Nachdem er seine Top-Genesung bekommen hat, stürzten wir uns in den Kampf gegen John. Dieser startete mit einem Tauboss. Ein Eisstrahl konnte hier ziemlich guten Schaden machen, reichte aber nicht ganz aus. Das Tauboss schien von den vorherigen Kämpfen traumatisiert zu sein und versuchte mit Wirbelwind Shiggy auszuwechseln. Da er der Einzige im Team ist, blieb er jedoch im Kampf und Shiggy erledigte ihn. Simsala setzte Psychstrahl ein und konnte damit leider sehr viel Schaden machen. Die Stärke konterte gut zurück, aber das Simsala heilte sich wieder stark hoch. Eine weitere Stärke boxte ihn wieder runter auf wenige KP. Die Psychokinese verteilte 72 Schaden. Dewey konnte ihn zwar gerade so besiegen, aber er war stark angeschwächt. Als nächstes kam Rizeros. Ein Surfer reichte hier aus, um dieses zu besiegen. Das gleiche gilt für das darauffolgende Feuer-Pokémon, Arcani. Als nächstes kam Garados. Die AP auf Shiggy waren auch schon sehr angeschlagen. Er und Glumanda haben bisher keine Elixiere bekommen, dafür aber eben die Genesungen nach den Kämpfen. Ich wollte es mit Eisstrahl probieren und war ziemlich erfolgreich dabei. Im Gegenzug kam der Silberblick. Der zweite Eisstrahl kam und machte deutlich weniger Schaden, während Garados den Kampf zu Ende bringen wollte mit einem Hyperstrahl. Ein Surfer reichte dann aus, um diesen zu besiegen. Hätte der Hyperstrahl getroffen, wäre das sichere Aus für Shiggy gewesen. Zu guter Letzt zeigte Johnny noch sein voll entwickeltes Starter-Pokémon. Bisaflor konnte einen Eisstrahl standhalten, entschied sich aber einen Solarstrahl einzusetzen. Während der Solarstrahl auflädt, bekam Shiggy einen zweiten und damit auch letzten Eisstrahl durch und erledigte Bisaflor. Shiggy hat es geschafft. Er ist Champ der Region geworden. Schauen wir rein, wie Bisasam sich geschlagen hat. Bisasam hatte es in der Theorie am schwierigsten gegen Kai, aufgrund seines Typens. Und da ich keine Top-Genesungen mit ihm verwenden wollte, war er auch angeschwächt durch den Kampf gegen Dragoran. Er hat aber mein letztes Elixier bekommen. Das Tauboss konnte er schnell einschläfern und dann mit Body Slam attackieren. Drei dieser Art haben ausgereicht, um das Flug-Pokémon auszuschalten. Simsala war allerdings schneller und attackierte mit einem Psy-Strahl. Bisasams KP wurden auf 3,30 gesenkt, bevor er das Psycho-Pokémon eingeschläfert hat. Ich habe ihn einmal mit Megasauger attackiert, um etwas KP zurückzuholen und dann mit Body Slam besiegt. Pokémon Nummer 3 war Rizeros. Das Ganze war eine Art Bonusrunde, die Bisasam ordentlich wieder hochgeheilt hat. Gegen Kokowai blieb mir nichts anderes übrig, als Body Slam einzusetzen. Dieses nutzte das Ganze aus und hypnotisierte mein Bisasam. In der Zwischenzeit bewarf er mich dann mit Kokosnüssen. Ein paar Runden später wachte Bisasam auf und slammte ihn zurück in die Tropen. Als nächstes kam Garados. Ein starkes Pokémon, welches ich erstmal zum Schlafen bringen musste. Das Ganze hat super funktioniert und mit Megasauger konnte ich mich dann Stückchen für Stückchen hochheilen. Einige Runden später war Garados besiegt und Bisasam war bei vollen KP. Es fehlte nur noch das letzte Pokémon, Glurak. Um eine Feuer- oder Flugattacke zu vermeiden, zeigte Bisasam wieder Schlafpuder. Glurak war am Schlafen und Bisasam attackierte. Und attackierte. Mit dem letzten AP auf Body Slam besiegte er dann Glurak. Damit hat es auch Bisasam geschafft, Champ der Region zu werden. Stellt sich nur noch die letzte Frage. Kann es auch Glumanda schaffen? Schauen wir gemeinsam rein. Er startet wieder mit Tauboss. Ich wollte Brathühnchen daraus machen und bin auf Flammwurf gegangen. Der Vogel überlebte das aber und setzte dank Spiegeltrick ebenfalls Flammwurf ein. Das Ganze hat aber ziemlich wenig Schaden gemacht. Ein zweiter Flammwurf besiegte dann Tauboss. Und der Löffelmeister zeigte sich nochmal. Mit seiner schlechten Verteidigung konnte die Feuerhexe diesen mit einem Schlitzer besiegen. Dafür gibt es leichte Schwierigkeiten gegen Rizeros. Ich bin auf Geowurf gegangen und habe gesehen, dass es etwas weniger als die Hälfte abgezogen hat. Also habe ich Feuerwirbel eingesetzt und versucht, seine KP so niedrig wie möglich für einen zweiten Geowurf zu bekommen. Leider war es zu niedrig und Rizeros bekam eine Top-Genesung. Ich fand meine Taktik aber gut und habe es weiterhin probiert. Währenddessen bekam Rizeros Rutenschlag durch. Einige Runden im Wirbel später reichte dann ein Geowurf aus, um das Rihorn zu besiegen. Die Kraft des Geowurfs spürte auch Arcani in den nächsten Runden. Er selbst bekam zuvor aber noch einen Bodycheck durch. Kokowai sah ebenfalls als ein einfacher Gegner aus, wenn da nicht die 3-4 KP mehr gewesen wären. Er wurde wieder hochgeheilt und dank Flammwurf ein zweites Mal auf 1 KP runtergebrannt. Auch hier ließ sich es mir nicht nehmen, die Palme mit einem Geowurf zu besiegen. Das letzte Pokémon steht auf dem Feld. Turtok. Hier habe ich versucht, die gleiche Taktik wie bei Rizeros zu fahren und mit Feuerwirbel erstmal Schaden zu machen, während Turtok nichts dagegen tun kann. Einige Runden später endete der Wirbel und ich habe es mit einem letzten Schlitzer probiert. Es reichte bei weitem nicht aus und Turtok schaute nur herablassend runter und dachte sich, dass er ähnlich wie Bowser nach einem Treffer zurück in sein Panzer muss. Damit waren die AP auf Schlitzer leer, weshalb ich auf Geowurf gegangen bin und das Turtok besiegt habe. Auch Glumanda hat es geschafft. Er ist Champ der Region geworden. Damit habe ich es geschafft, mit allen drei Starter-Pokémon in ihren Editionen Champ zu werden. Für mich war es super spannend und awesome, nochmal diese Kindheitsspiele zu erleben. Doch eine letzte Frage bleibt. In welcher Edition ist das Carpador die meisten Level gestiegen? In Pokémon Rot ist es auf Level 27 und somit 22 Level gestiegen. In Pokémon Grün 20 Level. Und in Pokémon Blau
19 Level. Damit ist Pokémon Rot nicht nur Spielhallenmeister, sondern auch der Sieger der Herzen eines jeden Karpadors. Hier seht ihr noch die Credits vom Spiel und ein paar kleine Fun Facts, die ich während des Spielens beim Skriptschreiben und beim Schneiden gesammelt habe. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da und gerne eure Meinung zu der ersten Generation. Ich wünsche euch noch einen verdammt schönen Tag. Ich bin raus. Peace out.